Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed. Und ja, wir befinden uns momentan in Damaskus. Und soweit ich weiß, müssen wir einmal genau das Nobelviertel erkunden. Ich glaube, das war da, wo wir sozusagen, genau hier, glaube ich, haben wir letzte Folge auch angefangen. Und sind dann aber über Umwege nach Jerusalem gekommen, weil wir hier in das Nobelviertel nicht reinkamen. Oder war das schon eine Aufnahme davor? Ich weiß es gar nicht. Jedenfalls müssen wir hier irgendwie hin. Ins Nobelviertel. Ich setze mal gleich da den Punkt. Da war ja so eine komische Alpha-Wand. Vielleicht ist die jetzt ja weg. Vielleicht war das nur ein anfänglicher Bug. Lass uns einfach mal gucken. Vielleicht kommen wir über die Dächer. Ich guck mal, ob man über die Dächer da hinkommt. Aber wer sich noch erinnert, da war diese berühmte Wand. Seht ihr mich? Nee, ne? Ach, guck mal. Jetzt sind wir drüber. Das ist ja verrückt. Wir sind doch jetzt da, wo wir damals nicht reinkamen, ne? Da war unten so eine Wand. Das muss wahrscheinlich echt so gewesen sein, dass man über die Dächer gehen musste oder so. Keine Ahnung, jedenfalls geht es jetzt. Und wir können jetzt... Upsala, wir können jetzt da runter. Geh, du Bauer, bevor ich mich vergesse. Den Typen, ne? Okay, der hat uns jetzt... Ich überlege, ob ich den mit einem Messer abwerfe. Warte, wo hat ihr das Messer? Nee. Das wird euch das Leben kosten. Warte. Schert euch davon. So. Okay, das hat sich erledigt. Einmal muss ich mich eben ein bisschen konzentrieren, dass ich da das Richtige drücke. So, dann schnell auf diesen Turm rauf, weil wir haben ja noch in Jerusalem haben wir alles abgeschlossen, aber hier haben wir, glaube ich, noch eine etwas größere Mission. Hier müssen wir, glaube ich, noch den Chef... Guck mal, diese Wand meine ich. Okay, wir hätten wohl noch auf diesen Turm gemusst und den haben wir damals wohl vergessen oder so. Ich glaube, mit diesem Turm schalten wir wahrscheinlich jetzt erst das Neue frei. Würde ich jetzt mal behaupten. Hoffe ich mal. Das wäre sonst ja echt doof. Einmal durch die Wand durch. So, mal gucken. 2 von 10 Aussichtspunkten. Okay, jetzt hat sich auf jeden Fall was Neues auf der Karte aktiviert, aber wir können da immer noch nicht durch, ne? Komisch, okay. Ist das dieser Bereich hier oder so? Auf jeden Fall müssen dahin und das ist geradeaus. Wir müssen da jetzt gar nicht rein. Okay. Gut, dann müssen wir jetzt wieder zu unserem Informanten da. Oh, jetzt kommen wieder hier diese Battle-Omis. Nein, geht nicht. Dann? Jo. Entschuldigung, ich hab's eilig. So. Hier müssen wir hin, ne? Altair, mein Freund und Bruder. Es ist so lange her. Habt ihr von Ada gehört, seit sie fort ist? Nein? Ada? Wie traurig. Sicher werdet ihr sie eines Tages finden. Ich hörte, dass eine Feder auf Abul Nukuts Kopf liegt. Vielleicht kann ich helfen. Aber ich habe selber einen Auftrag. Ich habe 4 Ziele, die ich vor Mittag eliminieren muss. Ui. Sollen wir zusammenarbeiten wie früher? Oh ja. 2 für mich, 2 für euch? Es sind Abul Nukuts persönliche Wachen. Ihr werdet sie schnell erspähen. Mhm. Okay, Wachen. Geht schon los jetzt. Da oben ist markiert. Wieder ein. Oh Gott, nein, nicht so, nicht gut, nicht gut, gar nicht gut, gar nicht gut. Keine Hektik, wir müssen hier einfach hoch. Okay, wir gehen mal da hoch. Nein, nicht hier hoch. Nein, auch nicht da hoch. Lass dich fallen. Wir wollen hier hoch. Genau. Ja, die Frage ist, wir machen das mit den Messern. Das geht, glaube ich, am besten. Hier rüber. So. Wo sind die unten? Hätte jetzt... Nee, da muss ich mich jetzt leider fallen lassen. Aua. Der Typ hier, ne? Warte, machen wir lieber ein Attentat, geht besser. Ich habe solchen Hunger. Ein bisschen Geld, bitte. Wer denn jetzt, der hier? Bitte, Herr. Habt ihr Geld für mich? Oder der? Meine Familie ist groß und die sterben. Jetzt endet dein Leben. Okay, jetzt haben sie uns leider entdeckt, aber wir... Fuck, wo ist der Zweite? Aber jetzt untertauchen. Das geht auf die Zeit drauf. Und wir kommen jetzt nicht raus. Oh, es läuft ja wieder super gerade. Aber die Zeit geht gerade nicht weiter. Dann gehe ich mal hier oben auf dem Dach auf. Das geht natürlich nicht. Okay. Aber warum? Ich weiß gar nicht, was da stand. Auf jeden Fall irgendwas mit Verstecken. Ich glaube, hier sind wir erstmal einigermaßen sicher, oder? Ach, da. Ich warte mal ab.
muss jetzt nach Hause. Ich will den jetzt. Oh, du bist so doof. Natürlich. Ich geh mal schnell hoch. Oh Mann, ey. Es geht. Ich weiß gar nicht, ob die Zeit jetzt auch mit nebenbei abläuft. Hallo. Oh, wir entfernen sowas von Ziel. Ich will gar nicht. Jetzt kommt den Alien. Wir entfernen so weit von Ziel. Ich muss einfach wegkommen. Bleibt nichts anderes übrig, als jetzt mal raufzuholen hier. Ich hab jetzt was Neues gelernt. Oh Gott, ich weiß gar nicht mehr, wie das ging. Oh, das geht jetzt alles eigentlich auf unsere Zeit drauf gerade. Scott ist auf meiner Seite. So, hau doch drauf, wenn er auf dem Boden liegt. So. Alter, ist auf jeden Fall gut. So, jetzt schnell wieder weiter und zurück. Alter, jetzt kommt er wieder nicht hoch. Wir haben nur einen gekillt, wir müssen nur eigentlich zwei killen. Das ist natürlich ein bisschen komisch jetzt. Nein, nicht auf den aufbringen. Was? Was ist euer Begriff? Okay. Oh Gott. Ob das falsch war jetzt? Ich glaube, wir hätten keinen Aufsehen erregen dürfen. Aber wie denn? Wenn wir ihn mit Messern werfen, wie sie eigentlich auch erst machen wollte. Ich brauche Nahrung. Ich habe solchen Hunger. Ein bisschen Geld, bitte. Wo ist der Typ? Hä? Vorbeigelaufen? Ach, da ja. Nein, geht nicht. Heimlich. Ach so, okay, ich muss nochmal machen. Oh Mist, okay, das war natürlich wieder übel Zeit verbraucht, das tut mir leid. Nein. Oh, tauchen sie unter. Schön, weil ich den Typen angerempelt habe, weißt du? Nichts, was ich nicht schon gesehen hätte. Komm, ich fresse. Ich muss kämpfen, das klingt jetzt in diesem Fall am meisten. Oh, sind so viele. Wie konnte ich nochmal? Hau doch drauf. Wie konnte ich nochmal ausweichen? Das war so viel. Ich weiß nicht, wie das ging. Was ist das? Der ist gut, der Typ. Aber nicht gut genug. Alter, der ist übel gut. Ich kann mich erstmal nicht sehen. Jetzt der Typ. Alter, der ist gut. Ah ja, komm. Okay, das war gut. So. Scheiße. Wir jetzt zurück, Typ. Also wir müssen uns echt zurückhalten. Dürfen niemanden anrempeln oder so. Und kein... Das ist echt schwer, so auf Zeit. So, jetzt aber, komm. Ich geh mal... Ne, ich muss hier lang. Okay. Dann gehe ich erstmal nach links. Den haben wir eben auch als allererstes. Der Typ da, ne? Dann würden wir unser Wurfmesser. Ihr könnt nicht entkommen, Alter. Okay, das war der erste, oder? Oh, unerhört, unerhört. Hä? Was war daran jetzt so schlecht? Dass wir jetzt zurückgehen? Hä, das war da jetzt... Es hat doch keiner mitgekriegt, oder doch? Ich geh mal weiter. Eliminieren Sie alle Ziele, ohne entdeckt zu werden. Muss ich das vom Dach machen, oder wie? Eine kleine Spende. Ich bin arm und krank und hungrig. Dann geh ich mal aufs Dach. Du musst ja nichts überlegen. Also am besten ist jetzt wahrscheinlich wirklich, wenn ich vom Dach... Oder, wie soll ich den denn jetzt kriegen? Gottloser Heide! Nein! Oh, das hat ja überhaupt nicht geklappt. Alter, die Mission ist nicht schwer. So, super, nochmal zurück. Also, wir müssen eine Mischung finden zwischen vom Dach. Hey, wie soll denn das bitte gehen? Okay. Also, ich muss eigentlich kurz vor dem Typen muss ich erst aufs Dach rauf. Hier muss ich jetzt mal schnell durchkommen. So. Von deinem falschen Gott.
Okay, die sind wieder beschäftigt hier. So, ich kann den gerade falsch abgebogen, Leute. So, aber die Mission ist wirklich schwer. Man muss echt den Mittelweg finden zwischen. Geh ich mal zuerst mal zu dem hier. So, da ist er. Und jetzt das von hier so unbemerkt machen, ne? So, das war Nummer 1. Okay, das hat ganz gut geklappt. Wir haben jetzt noch über 2 Minuten. Also wenn wir jetzt keinen Mist machen, müssen wir das schaffen. Also irgendwo in der Ecke stellen, das müsste, geht eigentlich, hat man ihn gesehen. Das ging doch ganz gut. Er wird doch jemanden umbringen. So, der Typ da. Okay, dann gehe ich mal hier so ein bisschen durch. Ich hole besser die. Alle Ziele wurden eliminiert. Okay. Was? Ist wieder fehlgeschlagen? Komplett fehlgeschlagen. Hätte, glaube ich. Oh Mann, das ist so doof, Alter. Ich war so gut, wenn ich jetzt so. Ich hab auch keine Messer mehr zu werfen, weil. Denke ich mal. Ich weiß gar nicht mehr, wie man jetzt. Wie konnte man jetzt nochmal ausweichen? Das habe ich wieder vergessen. Es kostet so viel Zeit, wenn das gekämpft wird hier. Geil, ich habe mir beide gesagt, ganz gut gemerkt, aber. Also, wir gehen mal zu dem Typen zurück. Aber ich denke mal nicht, dass es gereicht hat. Ich glaube, man hätte von vorne bis hinten das schaffen. Wir müssen kommen hier durch. Okay, wir haben jetzt noch ein Messer zum Werfen, ne? Da müssen wir. Oh, das wird schwer. Wie sollen wir das denn machen? Eine milde Gabe. Bitte nur ein paar Nochmal, das gibt's nicht. Okay, jetzt haben wir wirklich ein Problem. Dann würde ich sagen, wir holen uns den ersten mit Attentat. Hey, wie soll denn das gehen? Wie viel habe ich von den Dingern noch? 1. Das schaffe ich doch niemals. Aber das ist so eine doofe Mission, so eine unnötige Mission. Einfach nur. Ich will dich gar nicht hin. So, hier muss ich rum. Ich brauche Nahrung. Ich habe solchen Hunger. Der eine Typ, ne? Wenn ich einfach ganz unbemerkt mache. So, also so hier einfach nur. Ah, okay, das geht. Da hat mir bemerkt. Ah, dann bin ich ja beruhigt. Das geht gar nicht. Puh. Okay. Zeitlich sind wir genauso wie vorhin unterwegs, also alles gut. So, diesen Typen, ne? Interessiert ihr euch vielleicht? Der hier? Nee. Der Schwarze da, ne? Eine kleine Spende. Ich bin arm und krank. Und okay, also hier kann ich nicht machen. Wir müssen was überlegen. Ich bitte euch. Nur eine Kleinigkeit. Bitte. Nein, geht nicht. Nur ein paar Minuten. Meine oh, das gibt es doch nicht. Wie soll ich das denn? Wie konnten wir ihn nur verlieren? Ich sehe gerade, ach, ich kann. Manchen kann ich das stehlen, die Wurfmesser. Also um neue zu. Alle sind eliminiert. Oh, es ist wieder fehlgeschlagen. Das ist so eine scheiß Mission. Ne? Aber wir können die nicht überspringen oder umgehen. Oh, verpisst euch doch mal hier. Verpisst doch mal. Alter. Der Typ steht da oben. Nee, er fährt jetzt eben. Den ich aus dem Kapalle wieder. Oh Mann, hat diese Mission, ne? Also tut mir leid, dass ich das. Gott ist auf mein. Das ist mein Ding, aber ich stelle mich mit Blödern. Das ist wirklich schwer. Wirklich schwer. Weil. Vorhin jetzt, wenn wir die Movement haben. Also mit Attentat hätte es wahrscheinlich geklappt, weil da standen so viele Menschen. Das hätte der was nicht gekriegt. Ich weiß gar nicht mehr, wie gut konnte man das ausweichen. Okay, ich check jetzt nicht. Okay, der hat sich erledigt. So. Okay, wechseln wir auf die 2. Jetzt kommen, jetzt müssen wir das mal schaffen. Es kann nicht sein, dass wir. Das nicht hinkriegen. Es ist zwar kompliziert, aber es ist auch nicht so schwer. So, die kennen wir jetzt ja schon, ja.
Hört auf, bitte! Ihr tut mir weh! Wir sind die wahren Töne des Herrn. So, hier rum. Ich kann den Weg jetzt schon auswendig. So, aufpassen mit dem hier. Meine Familie ist groß und liegt im Sterben. So. Der? Das kriegen doch alle mit, wenn ich das jetzt hier mache. Edler Herr, ich eine milde Gabe. So, der nächste ist hier vorne. Nur ein paar Goldstücke. So, kein anderen Rimpeln, jetzt ist gefährlich. Also jedenfalls kein. Bitte, Herr, Wachen, habt ja. ihr Geld für mich? Nein, ihr versteht es nicht. Aber nicht. Das ist echt mal was Anspruchsvolles. Ist auch gleich genervt, wenn es mal nicht klappt. Das ist völlig doof. So, krieg's bitte nicht mit. Da steht ja gerade so schön. Okay, jetzt hat niemand was mitbekommen. Also gar nichts. Also wenn ich jetzt niemanden anrempel, haben wir es geschafft. Ich mache jetzt extra einen auf langsam. Ich habe jetzt keinen Bock, mir das hier direkt zu versauen. So. Ich glaube, wir haben es geschafft. Eine kleine Spende. Oder? Oh, Achtung mit dem Typen da. Ich weiß nämlich nicht, was die machen. Komm, wir haben es geschafft, oder? War das großartig. Boah, genau wie in Aleppo, erinnert ihr euch? Hier ist etwas, das eine der Leibwachen des Wesirs bei sich trug. Ich glaube, es ist eine Karte mit den Positionen seiner Wachen. Sicher wird das bei eurer Mission helfen. Wenn ihr wieder in Damaskus seid, kommt mich besuchen. Meine Tür steht euch immer offen. Okay. Friede sei mit euch, mein Freund. Auch mit euch. Sehr gut. Oh, puh, das war echt, Ich würde sagen, das war eigentlich die erste richtig schwierige Mission, oder? Darf ich das mal so sagen? Ich glaube, ja. Missionsziele. Händlerkönig seine Wachen positioniert hat. Wo denn? Wir müssen weiter auf diese Türme rauf, ne? Dann würde ich sagen, wir gehen als alles mal zu dem hin. Huiuiui. Okay, also das haben wir doch ganz gut gemeistert. Bloß wir haben jetzt keinen von diesen Dingern mehr, leider. Von diesen Wurfmessern. Uns wurde auch gesagt, wie man die kriegt mit irgendwelchen Kapuzenleuten. Aber ich weiß nicht, ob man die irgendwie stehlen muss oder so. Das habe ich jetzt so nicht verstanden. So, ich gehe irgendwie eine Abkürzung hier, aber es sieht nicht so aus. So, auf der Tür. Irgendwo ist hier ein Aussichtspunkt. Komme ich hier über das. Ah, super, Wahnsinn. Komme ich hier irgendwie. Hallo. Komme ich hier irgendwie über das. Da muss ich hin. Okay, das hat nicht so geklappt, wie ich das wollte. Er sollte aufhören, sich wie ein Kind zu benennen. Ich bin erwachsener als du, junger Mann, wenn er es nur wissen würde. Aber ich komme hier nicht hoch. Alter, diese Steuerung, ne? Ich habe echt schon mehrmals gebetet dafür, dass für den späteren es nicht besser ist. Er wird nein, das jemandem schaden, das weiß ich. Wie komme ich denn hier? Das ist alles so doof gebaut. Hier könnte es ganz gut klappen. Nein. Der verrückt. Hier. Gut. Bei diesen Torbögen kommen halt immer nicht hoch, weil die so doof. Die verschwenden halt immer so den. Noch langsamer. Ich spende immer so den, kann man immer so. Ihr habt hier nichts Scheiße. Zu suchen. Geht. Nein, geht nicht. Nur ein paar Münzen für meine. Geh doch mal weiter. Alter, der Typ ist so dumm. So, war's das hier? Ja, da oben ist der Turm. Kommt der jetzt rauf? Und hier, ne? Geht das? Komm ich hier hoch? Nein. Komm ich da hoch? Hallo, da lang. Okay, muss ich jetzt schon einen Weg bahnen, ne? So ist es nicht hoffentlich, dass der Typ da unten uns jetzt hier sieht. Kommt er dann. Du willst mich doch verarschen. Kommt er da hoch? Wahnsinn! Meine Familie ist groß. Wahnsinn! Und bitte, geh. Also dieser Turm, ne? Der ist schon. Los, kann man tut das nicht halt noch einmal, wenn ihr in eurem Leben hängt. Wer baut doch so eine Scheiße? Wie willst du denn da hochkommen? So, neuer Versuch. Ist da verrückt geworden? So, komm jetzt hier aber. Alter! Ey. Ich meine, also ist nicht so, dass mir jetzt irgendwie komisch anstellt. Das Gameplay ist einfach so. Es tut mir leid, ne? Ich spiele es jetzt schon seit 19 Folgen. Es ist einfach scheiße. Die Steuerung ist ätzend, wirklich. Bisschen kann der Computer ja auch mitdenken, was der Spieler nun will, weißt du? Man muss ja nicht immer alles so direkt machen. Guck mal, das macht er natürlich auch nicht. Da kommt er nämlich auch nicht hoch, oder was? Doch, okay. So, auf dem Dach sind wir schon mal. Jetzt müsste es eigentlich ein leichtes sein. Ich sag gar nichts. Da. Wenn der jetzt hier runterfällt, ne? Dann deinstalliere ich das Spiel. Nein, natürlich nicht. So. Mir fehlt auch ein bisschen die Musik irgendwie.
Dafür wird sie natürlich in den späteren Teilen umso besser und umso mehr, also hoffe ich mal. Ich kenne halt die Musik von so halt auch. Mal gucken. So, das war ja wieder nicht gerade einfach hier hochzukommen. Der ist aber hammerhoch, der Turm, ne? Würde ich sagen, der ist höher als normal. So, wehe, ne? Wehe, wehe, wehe. So, da hoch. Und jetzt, komm. Kein Scheiß. Einfach aufstellen. So.